super starke Persönlichkeit, was mir auch immer wieder gesagt wird. Und das Problem im Moment ist, dass ich das zwar weiß und ich um meine Stärken weiß, aber auch super am Struggeln bin. Größte Schwäche, aber mein größtes Geschenk hat die Depression. Ja, einfach hinter mir zu lassen. Okay, Leute, macht euch ready! Die Zeit und den Respekt gegenüber bringt, den er braucht, um sich zu entwickeln. Mein Leben ist in den letzten Wochen komplett auseinandergebrochen und alles, woran ich geglaubt habe, ist einfach weggefallen. Und trotzdem ist es einfach, spüre ich, dass es jetzt genau der richtige Ort und Moment ist, hier zu sein. Und ich habe voll das Vertrauen, dass die Zukunft einfach mega geil wird, auch wenn ich nicht weiß. Liebe Freunde, heute ist der allererste Workshop-Tag hier auf Bali. Das bedeutet, wir fangen heute an, mit den Business-Ideen der Teilnehmer zu arbeiten. Ich freue mich mega. Gestern haben wir ein richtig geiles Fundament gelegt. Die Energie ist hoch, die Stimmung ist großartig. Das heißt, einem epischen Tag steht nichts mehr im Wege. Heute gehen wir tief rein in das Thema Personal Branding. Eines meiner persönlichen Lieblingsthemen. Und werden mal gucken, was wir so für Marken kreieren können. In diesem Sinne, viel Spaß und herzlich willkommen auf Bali. Die Bibel der Talentschmiede. Boom, liebe Freunde! Alles steht und von daher kann ich jetzt schon sagen, dass wir am letzten Workshop-Tag hier zurückblicken werden und einiges an Entwicklung sehen werden und einiges an Durchbrüchen sehen werden. Und da freue ich mich mega drauf. Wir werden ein Fundament legen, dazu machen wir heute was. Und werden mal so ein Check-in machen, was ist eigentlich gerade die aktuelle Situation, was sind die Ressourcen, mit denen wir arbeiten können. Und dann, und da werden wir auch schon heute mit beginnen, ist das Thema Personal Branding, das ist so mein persönliches Lieblingsthema. Wie kann ich meine Einzigartigkeit als Person in mein Business einverweben und dadurch eine unverwechselbare Marke kreieren, um da auch für euch so ein bisschen den weiteren Schlachtplan dann auch für nach Bali ausführen zu können. Genau, ich gehe da gerne mal rein und jeder für sich. Könnt euch auch, wenn ihr wollt, am Pool setzen, hier einen Tisch machen, ganz wie ihr mögt. Yes! Kann ich noch einen kurzen Top-Tipp raus? Unbedingt! Ja, was kommt denn? Geht los! Ich meine, Rob hat ja gesagt, je nachdem, wie tief ihr das machen wollt, aber wenn ihr jetzt jemand seid, der sagt, okay, ich will da jetzt mich schon mal irgendwie so rein fokussieren, dann ist es oft so, dass Menschen die Ausgaben vernachlässigen, die eben nicht monatlich anfallen, so wie du es hier eingetragen hast, sondern die vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, einmal im Jahr oder halbjährlich kommen. Mhm. Und Urlaub oder sowas zum Beispiel. Zum Beispiel. Mhm. Und die kommen aber dann und dann denkt man sich so, shit, okay, Kfz-Versicherung, 500 Euro, jetzt abdrücken. Mhm. Damn it. Und bei mir ist es halt so, dass ich diese Ausgaben schon direkt so monatlich runterbreche. Was machst du gerade? Ich mache mir gerade Gedanken darüber, ob ich einen finanziellen Puffer habe. Und ich sage dir, es sieht nicht so rosig aus. Du zu
Situation ist gerade so, dass ich keine Ahnung habe, wo ich nächsten Monat bin und was ich dann für Ausgaben habe. Okay. Und wenn die Chiara einen Kurs rausbringt, bin ich deine erste Kunde. Gefühl, bist du so auf dem Plus minus Null oder bist du easy, dass du klarkommst oder dass es voll viele Ausgaben sind oder was ist denn dein generelles Gefühl? Also bisher mit dem Unterhalt war ich immer, dass ich noch was sparen konnte. Mhm. Hat perfekt gepasst, jetzt ist es nicht mehr da. Wenn ich jetzt nur mich auf die ein paar Einnahmen konzentrieren würde, die ich jetzt bisher mit meinem Business mache, reicht es nicht. Ich auf jeden Fall machen könnte und auch darüber nachdenke, aufgrund von anderen Rahmenbedingungen, die sich jetzt noch ergeben haben, ist mein Auto zu verkaufen. Mhm. Da würde schon ein großer Brocken irgendwie so an Kosten auch so wegfallen. In einer kompletten Luxussituation. Ich habe 100% Zeit für mein Business und bekomme noch 85% von meinem vorherigen Gehalt bis zum 30.06.2019. Geil, Alter. Kannst du vielleicht 85% leben? Wahrscheinlich auch, ne? Ja. Komplett. Wenn ja. Nichts anderes reinkommt? Ja. Geil. Aber, also das ist super geil, aber bis dahin muss es auch laufen, weil danach habe ich ein Problem, ja. Wenn ich so weiter liebe wie bisher. Ja. Was ich da möchte. Mhm. Aber das heißt, ab 1.7. muss ich das komplett safe haben. Ich bin mit null gestartet und dachte mir aber, egal, scheiß drauf, 100% Selbstständigkeit. Direkt ballern, dass das Geld reinkommt. Sojamilch, Bananen, Cashewkerne, Mandeln, Kürbiskerne, habe ich Haferflocken schon gesagt? Mhm. Nein. Und ja, genau, das war's. Ja. Ja, guten Appetit. Danke. Gerne beschäftige, so ein notwendiges Übel, aber... Du bist ja die Person, die sich eigentlich sehr gerne damit beschäftigen sollte, weil du in der absoluten Luxussituation von allen bist. Ja, das ist eigentlich wahr, ja. Und weißt du, dass ich da jetzt auch noch einiges arbeiten muss bzw. darf? Also es ist auf jeden Fall eine Baustelle, die ich angehen werde und es ist total cool, da jetzt schon so eine erste Klarheit zu haben. Aber eben nicht aufgrund von, ich will das nach außen, sondern ich will das nach innen. Wenn du von jetzt auf gleich denselben Schmerz spürst, den du früher gespürt hast, dann ist es so, wie als ob du dich selber verletzt. Als ob du aktiv wieder das, wovon du dich distanzieren wolltest, wieder erlebst. Und es gibt einem halt auch Feedback, es zeigt einem, ey, da ist was in mir und es ist hier, als ob so dieses, das ist jetzt blöd an, aber als ob dieses innere Kind ruft, ey, hör mich an. Diese Verknüpfung, dass der etwas Aufmerksamkeit sucht, aber weil es weiß, dass es die Aufmerksamkeit von den anderen Mitmenschen nicht bekommt, es gar nicht rausschreit, weil es einen noch mehr verletzen würde, weil es genau die Einsamkeit ausdrückt, die man die ganze Zeit gehabt hat. Ich möchte einfach nochmal kurz für euch teilen, wie es mir gestern erging und meine Erkenntnis jetzt daraus im Einzelcoaching. Und ich habe festgestellt in der Runde, auch im Nachhinein, dass ihr alle oder viele von euch in der Lage sind, das, was ihr sagt über euch, über euer Leben und eure schlimme Erfahrung, dass ihr das direkt fühlen könnt. Und das merkt man in eurer Reaktion, dass teilweise direkt die Emotionen aufsteigen und ihr auch anfangen könnt zu weinen und so. Und ich habe gemerkt, ich könnte so viel erzählen und es sind auch sehr viele schlimme Dinge bei mir passiert, aber es fühlt sich nicht an, als ob ich das bin. Es ist so, ich kann es sagen, rational sagen und ich könnte jetzt auch ganz viel erzählen, aber es würde sich so anfühlen, als ob ich die Geschichte von jemand anderem erzähle.
deswegen habe ich mir auch vorgenommen, ich möchte nichts teilen, bevor ich das nicht auch fühle. Also nicht nur, um es gesagt zu haben, sondern dass ich auch wirklich sage, okay, das bin ich. Gestern ist halt was mit mir passiert, dass ich plötzlich, dass all die Energie, die sich angestaut hat, dieses, ich bin einfach so voll dankbar, ich habe Power, ich fühle mich gut, das Leben läuft für mich, dass ich all das in dem Moment verloren habe und dass ich so, wie soll ich es beschreiben, dass die Energie komplett aus mir rausgezogen worden ist. Und ich habe ja gestern eine Sache geshared, nämlich, dass ich mich sehr, sehr einsam fühle und das meinem ganzen Leben eigentlich schon, weil ich nie Menschen hatte, die mich verstehen konnten und sie immer noch nicht habe, auch wenn es nach außen so wirkt, dass hier wirklich Personen sind, die einen wahrnehmen, also die einem Aufmerksamkeit geben können. So Aufmerksamkeit nicht nur für das Äußere, sondern für die Person. Ich finde es halt schön, dass wir uns gegenseitig Raum und Distanz geben und ich spüre, dass da irgendwas kommt, auf jeden Fall. Und gleichzeitig habe ich Angst, in mein altes Umfeld zu gehen. Danke dir. Ja, danke. Werte, und das ist jetzt wirklich so der Grundbaustein für alles. Das ist so die erste Aufgabe, wo die ersten Aha-Momente dann auch kommen, wo bei mir die ersten Aha-Momente kamen. Und ja, ich finde, das ist genau das Gleiche, was wir im Endeffekt gestern gemacht haben. Dafür nimmt man sich im Alltag keine Zeit. Man ist in diesem Hamsterrad oder vielleicht auch nicht im Hamsterrad, aber man nimmt sich einfach nicht die Zeit, sich hinzusetzen oder die wenigsten und sich wirklich mal ganz bewusst zu machen, wer bin ich, was sind eigentlich meine Werte? Also ich hätte das vor der Talentschmiede, hätte ich das nicht sagen können. Was sind meine Werte? Ja, bestimmt Liebe oder hier dies oder das, aber es gibt so viele Wörter, die wir irgendwie noch gar nicht auf dem Schirm haben und genau das machen wir jetzt einmal. Ich lese euch jedes Wort vor und füge noch so einen kleinen Satz hinzu, weil manchmal klingt das erstmal sehr ähnlich, wie beispielsweise Liebe und Beziehungen könnte jetzt sehr ähnlich klingen, aber was meint es genau? Und deswegen lese ich noch einen Satz dazu vor und ihr müsst nicht, wie ich damals, alles mitschreiben, sondern ihr dürft einkreisen, weil es gibt jetzt ein Workbook. Es geht nicht um Eigenschaften jetzt. Eigenschaften wäre jetzt, ich bin fleißig oder sowas. Ja. Darum geht es jetzt nicht. Es geht um Werte, bedeutet quasi, welche ich würde es jetzt mal so ein bisschen mit Prinzipien oder so ein bisschen so ein Lebensrichtung, fast, so ja. Nordstern, wo ich einfach merke, das zieht sich durch mein Leben, das ist für mich eine wichtige Sache. Okay. Und da ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass da heute etwas da ist, was in Zukunft überhaupt nicht mehr zu dir passt oder jetzt etwas überhaupt gar nicht da ist und das in Zukunft dein großer Wert wird. Genuss, Freude an Nahrung, Berührung und Sinnlichkeit. Loyalität gegenüber dir und deinen Mitmenschen. Finanziell und emotional. Ich habe das Gefühl, drei Wörter sind viel zu wenig. Ja, habe ich auch gesehen. Ich habe jetzt eins von diesen 10 weggestrichen. Ich habe zwei Unterschiede. Hatte eins. Okay, jetzt alle einmal nochmal Ruhe, Konzentration. Dinge eine bestimmte Ordnung haben, Struktur, dass zum Beispiel für mich Nahrung in Gläsern so viel schöner aussieht als gekauft in Plastik oder in Marketing-Verpackungen. Komisch, dass wir Müll freinehmen. Ich weiß gar nicht. Genau. Und genau, also dass all diese Begriffe Ordnung, Struktur und so weiter fallen für mich unter Schönheit und Ästhetik, Atmosphäre. Sein ist zu schwach. Wenn, dann hätte ich sowas gesagt von wegen in Entscheidungen frei sein. Aber das ist ja schon... Das ist schon viel mehr als zwei Wörter. Entscheidungsfreiheit ist ein Wort, okay? Ich werfe jetzt mal was rein. Man ist zu jeder Zeit, jeder ist zu jeder Zeit in allen Entscheidungen frei. Man muss nur mit den Konsequenzen okay sein. Ich könnte jetzt mich einfach hier hinlegen und so lange auf dieser Wiese legen, wie ich will. Irgendjemand trägt mich jemand weg oder ich sterbe. Ja, das kann ich ja immer machen.
Alles, was du willst, ja. Okay. Ja, das dreht die Sachen natürlich, ne? Ja, nur wenn du es so fühlst. Ich werfe einfach, nur Sachen rein. Mhm. Sag mal, was das bei dir macht. Ja, das klingt logisch. Klar sein, frei sein, Team sein. Oh. Geil. Einflussreichtum, das klingt für mich so bam. Also das ist wirklich, wenn ich jetzt schon wieder das sage oder das vorlese, dann kriegst du richtig Herzrasen, weil ich gemerkt habe, alles, was ich am Tag tue, tue ich, um irgendwie einflussreich irgendwann zu sein. Und zum Beispiel, das erinnert mich jetzt gerade, weil wir gerade vom Branding gesprochen haben, an die amerikanische Sendung Impact Theory. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und ich gucke jeden Abend eine Folge Impact Theory, weil da geht es genau darum, jeder Mensch kann Einfluss nehmen. Und man stellt die Leute persönlich dar in einer Show, die beschreiben, wie sie Einfluss genommen haben. Sehe ich das voll so, dass ich halt, dass es total schön wäre, wenn ich zwischendurch mal so meinen Humor teilen könnte, und weil teilweise bin ich, das klingt jetzt blöd, aber früher war ich schon oft derjenige, der über seine eigenen Witze am lautesten gelacht hat. Also meistens erzähle ich einen Witz und finde halt meistens die stupiden Witze richtig witzig. Ist aber halt trotzdem, dass du am Anfang da durch musst, weil du hast jetzt bestimmte Menschen in deinem Leben und du musst am Anfang da durch diese einfach das aushalten, dass die Leute das nicht cool finden, und die werden gehen, werden sie. Ja. Aber dafür werden viel geilere Leute kommen, und es ist in dieser ersten Phase super, super schwer. Wie ist der Wert dahinter? Wahrhaftigkeit? Einfach so. Nee, damit verbinde ich leider gar nichts mit dem Wort. Das kann auch jeder noch für dich selber beantworten. Crazy. Was heißt? Craziness finde ich am besten. Richtig geil. Ich habe gerade meine drei Werte rausgefunden und ich bin überglücklich, weil ich weiß, dass alle diese drei Werte sich komplett in mir wiederfinden. Mein erster Wert ist der Einflussreichtum. Und als ich dieses Wort gespürt habe, es war einfach so boom. Es war einfach so wow. Ich kriege Herzklopfen. Ich bin so voll aufgeregt, und es drückt einfach alles aus, was ich jemals tue. Ich dachte vorher, es ist die Bedeutsamkeit, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, einfach das Größte, die größte Vision wäre für mich, mehrere tausend Leute befinden sich in einem Raum, und ich habe in 8 bis 10 Wochen diese Leute, das komplette Ich, so heftig verändert. Zweite Wert, auch richtig crazy, war für mich die Hingabe. Und warum die Hingabe? Ich finde, Liebe bedeutet Hingabe. Und Liebe ist ein schwaches Wort, damit konnte ich mich eigentlich noch nie identifizieren. Aber Hingabe bedeutet für mich, komplett den anderen Menschen wahrzunehmen. Dritter Wert, ich habe es die ganze Zeit gespürt, es ist diese Craziness. Ich habe so eine ausgefallene, verrückte Art, und ehrlich gesagt, ich unterdrücke sie, und ich unterdrücke sie immer noch, weil ich nie Bestätigung dafür bekommen habe. Es ist so, ja, ich bin crazy und ich habe Bock auszurasten, und ganz ehrlich, ich bin derjenige, der über seine eigenen Witze, egal wie bescheuert sie sind, wahrscheinlich am meisten und am lautesten lacht. Und wenn kein anderer mitlacht, dann finde ich es noch witziger. So befreiend. Ich glaube, das war dein authentisches Video deines Lebens. Es ist so befreiend, Alter. Ich bin so überglücklich. Es ist so, als ob du befreit bist, so die ganze Zeit in Ketten. Und jetzt kommt noch was Craziness, ne? Noch dazu. Ich habe noch einen Leitspruch, mit dem, zu dem ich eine sehr, sehr krasse Verbundenheit aufgebaut habe. Und das war: Lass dich nicht festhalten von dem, was du mal warst. Das ist so der Leitspruch. Und auch der passt jetzt, weil genau das passiert gerade. Ich kann mich loslösen von allem, ich lasse mich nicht mehr festhalten. Jeder Einzelne hat so gesprudelt und Emotionen und oh, was da gerade alles hochgekommen ist. Wunderschön. Mach ich den auf den Test? Mhm. Ja. Ja? Vom 37. Millionen Mal. Es kamen immer die gleichen Dimensionen raus.
oder wie sagt man, nicht die Dimension, sondern die Merkmale oder wie nennt man die Archetypen, genau. Es kamen immer die zwei beziehungsweise drei gleichen Archetypen raus, aber eben in unterschiedlicher Kombination, was ich jetzt nicht verwunderlich finde, aber worum es mir jetzt gerade geht, ist, dass ich die detaillierte Auswertung haben möchte, wie die ich vorher nicht hatte, weil der Code meines Buchs schon aufgebraucht war. Die Werteübung finde ich richtig geil, aber die Übung, die ich jetzt finde, finde ich auch richtig geil. Die habe ich erst vor kurzem für mich persönlich entdeckt. Beziehungsweise nee, eigentlich schon ganz, ganz lange und hat sie aber nicht richtig auf dem Schirm. Und dann jetzt erst wieder kürzlich und seitdem haben wir bestimmt zusammengerechnet 3 Wochen lang nur darüber diskutiert. Habt ihr das Gefühl, das Ergebnis des Tests trifft euch oder eher nicht so? Mal so ein Nicken oder so ein Kopfschütteln? War gefühlt ist dieses Tiefgang, also wenn man Tiefgang doppelt nimmt, ist es ja super introvertiert und ja, nicht nach außen gehen. Genau, aber ist ja nicht. Ist es nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist noch was ich gerne noch ein bisschen mehr nach, also diese Lebensfreude noch mehr nach außen tragen würde. Wie arbeitest du generell? So bist du in deiner Arbeitsweise mit, bist du da jemand, der im Vorfeld nochmal den Kunden daran nochmal nachfragt, steht der Termin noch und so, oder gehst du eher, also hast du dich in dieser Komponente, in dieser detaillierten, in dieser wiedererkannt oder eher nicht? Also detailliert schon, also wenn ich jetzt zum Beispiel Personal Training gehe, ich halt immer super individuell rein und nicht wirklich vorbereitet, weil ich mache halt das, was ich lebe, so habe halt alles im Kopf und ich gucke halt immer aktuell, wie ist die Person gerade drauf, was braucht sie vielleicht und habe halt meine Basics, die halt immer gemacht werden. Also da bin ich schon sehr genau und ich frage natürlich auch mal nach, steht der Termin heute noch, aber ich setze mich jetzt nicht hin und irgendwie nehme die Person auseinander und zerdenke das gar nicht, also ich mache sehr viel intuitiv. Menschen mit einem hohen Power-Prozentsatz fällt es sehr, sehr leicht, Verantwortung zu übernehmen, vorwegzugehen. Ja. Zu sagen, ey, das ist der Plan, warum so machen wir es, du machst das, du machst das, du machst das. Ja. Leute einzuteilen, aber auch denen fällt es recht leicht, aus der Reihe zu tanzen, denen fällt es recht leicht, wenn alle sagen das, dann zu sagen das. Die lieben es zu polarisieren, lieben es auch so ein bisschen, lieben es zu, ich sage jetzt mal so ein bisschen zu gewinnen, so ein bisschen Duelle auszutragen, zu gucken, okay, meistens, wenn die jetzt irgendwie Gesellschaftsspiele spielen, sind die meistens sehr, sehr ehrgeizig. Spielen jetzt nicht ein Spiel einfach nur, weil man Bock hat ein Spiel, sondern wollen halt natürlich auch gewinnen. Ich habe das Brett umgeschmissen. Ja, ja. Wenn mein Vater mich nicht hat gewinnen lassen. Nein! Jetzt darf. Wie fandest du die erste Übung, Svenja? Das war beim Essen gerade unpraktisch. So, Busy woman, so just make it fast here. So, also, take it. Whatever it takes. Take it. Was soll der Scheiß mit dem Business? Seit Bali bin ich ja auch Millionärin. Mehrfache Millionärin. Jetzt darf. Freunde, heute machen wir weiter mit dem Thema Personal Branding und zwar als erstes eine meiner Favorite-Aufgaben und zwar Only I. Wir werden die ganz besonderen Einzigartigkeiten eines jeden herausarbeiten. Ich habe, keine Ahnung, gebrainstormt und was auch immer und der eine Begriff, der immer wieder zu mir gekommen ist, ist Fantasie.